Meine Damen und Herren, ich habe heute nach langer Zeit mal wieder die Zeitschrift Cosmopolitan in der Hand gehabt. Und Cosmo ist für mich Kult, muss ich wirklich sagen, seit den 80er Jahren. Weil die haben immer die abstrusesten Tipps in dieser Zeitung. Da stand neulich drin, tragen Sie doch mal unter dem Kleid nasse Wäsche, dann klebt das Kleid an Ihrer Haut ganz sexy wie eine zweite Haut. Und eine Freundin von mir hat das mal gemacht und wir sind dann auf eine Party gegangen. Und dann haben alle gesagt, Mensch, die Gabi, die schwitzt ja heute wie ein Pferd. Super Tipp, wirklich mal. Oh. Meine Freundin Gabi sowieso sehr nett, sehr direkt, Hamburgerin. Wir haben uns neulich mal wieder über das Kinderkriegen unterhalten und da hat sie zu mir gesagt, weißt du Thomas, manchmal hätte ich schon gern ein Kind. Immer wenn ich abends auf der Couch sitze und nicht an die Fernbedienung komme und da hatten wir wieder was gemeinsam, muss ich sagen. Was ich ja das Beste finde bei der Cosmo sind die Sextipps. Das wäre ja eigentlich mein Beruf. Ich würde die so gerne beantworten. Ich hätte auch auf alles eine Antwort. So zum Beispiel auf die Frage, liebe Cosmo, ich finde die Popgruppe Touché so sexy. Wie löse ich meine erotische Fixierung? Würde ich sagen, liebe Leserin, hören Sie mal auf die Musik. Oder zum Beispiel, liebe Cosmo, kann man mit Drogen den Sex verbessern? Würde ich sagen, liebe Leserin, selbstverständlich, zum Beispiel mit Geld. Also ich hätte auf alles so eine pfiffige Antwort. Ich würde auch Ausspracheregeln geben, würde sagen so, liebe Bayerinnen, es heißt G-Spot und nicht G-Spot. Oder nein, liebe Kinder, Prostata ist keine trinkfeste Gallierin bei Asterix und Obelix. Also ich hätte so meine Meinung zu sagen, ja. Meine Freundin Gabi meinte übrigens, dass Klitoris ein guter Name wäre für einen französischen Kleinwagen. Sie meint, auch wenn die Klitoris ein Auto wäre, dann wären die Männer nicht davon wegzukriegen. Jeden Samstag 1 bis 2 Stunden. Ja, sie ist da so ein bisschen verbittert manchmal. Sie hat auch deshalb Probleme beim Daten. Also sie hat gesagt, sie hat ein psychologisches Problem. Sie hat immer das Gefühl, egal wie sexy und lieb ein Mann ist, irgendwo da draußen gibt es irgendjemand, der froh ist, ihn los zu sein. Und das stimmt.